erwischt, ihr schaut euch Ekel Hans, den Vollpfostenjäger, an. Geil! Der Vollpfostenjäger greift jetzt Joko Winterscheid an beim Kaffeetrinken. Ein Joko Winterscheid, der darf das. Der darf 2 Minuten Videoclip machen, einen Kaffee dabei trinken, philosophieren und ganz kackfreck sagen, man solle doch an sich selbst mal denken. Ja, ihr Vollpfosten, ihr Junkies, ihr Trolle, ihr Rock'n'Roller. Leute, daran wird sich 24, 25 Jahre kein Mensch mehr erinnern. Ja, ist halt so. Wir drehen heute alle irgendetwas am Rad, am Rad der Zeit, um festzustellen, dass kein Mensch irgendwie in Nachhaltigkeit daran denken wird, ob Joko, der größte Rattenfänger aller Zeiten, 100.000 in seinem Bann zieht, wie man Kaffee trinkt. Euer Ekelheinz, der wird jetzt sofort niedergemacht, alle Vollpfosten dieser Welt, Trolle und Schattenjäger, boah, was ist denn das für Scheiß, boah, ey, komm mal, wie der schon aussieht, Bademantel und die Haare, ja. Euer Ekelheinz sagt euch mal was. Das war früher Handarbeit. Story ausdenken, die Spielfigur ausdenken und die Leute mit Ekel und Freude. Ekel Alfred zum Beispiel. Nachhaltigkeit. Erinnert sich jeder dran, auch in 25 Jahren. Ed, das Pferd. Wetten das? Bonanza. Star Trek, die ersten Folgen mit Strampelhose und Captain Kirk. Wird man sich noch in 25 Jahren. Und darum ist der Ekel Heinz endlich wieder da. Um alle Vollpfosten mal klar zu machen. Es ist zwar niedlich, so ein Clip. Es ist auch niedlich, dass wir das machen dürfen und können. 1994 sagte jemand zu mir, kannst du dich noch erinnern an 1984? Ruckzuck. Ey, geil, machen wir. Das war 1994, 10 Jahre danach. Ja. Und im 2002, hurra, boah, waren da viele endlich dabei. Ja, es waren ganz viele endlich dabei. Heute kommt ein Star, den man künstlich hochgezogen hat. Ja, so Superstars wie aus Österreich, der den Blofeld hätte spielen können. Christoph Waltz zum Beispiel, der sagt, soziale Netzwerke sind eine Katastrophe. Das sagt Herr Walz. Tja, meiner Rainer, euer Medienkanzler, euer Ekelheinz auch. Ja, der Ekelheinz sagt halt auch, der Vollpfostenjäger. Ah, ich weiß nicht, mit was ich... Ja, genau. Wenn, das ist es. Wenn Joko Winterscheid sich 2 Minuten so hinsetzen würde, den Finger in der Nase, und in die Kamera gucken würde, 100.000 Klicks. 100.000 Klicks. Macht ein Newcomer, gestylt, bestes Studio, etc. pp. Genau dasselbe. Dann kriegt er weder einen Kaffee, der kriegt einen Klatsch von euch.